PS, Adrenalin, Action und jede Menge Entertainment. Das ist Motorsport. Ja, zumindest für die meisten. Nicht immer unbedingt für den Renndirektor, denn der muss manchmal Teams und Fahrer abmahnen. Stelle ich mir ziemlich schwierig vor, wie es denn tatsächlich ist. Das weiß unser Gast heute, nämlich Sven Stoppe. Das ist der Renndirektor der DTM. Ist es so, dass man da so ein bisschen als der Schiedsrichter, als der Lehrer durchgeht? Oder ist es gar nicht so schwer, hier Teams, Fahrer abzumahnen? Ich wollte tatsächlich früher mal Lehrer werden, stell dir das vor. Bin es Gott sei Dank nicht geworden. Lehrer, da muss man manchmal schauen, in welcher Serie man gerade aktiv ist. In der DTM bin ich bestimmt kein Lehrer mehr, weil das sind alles Vollprofis und die brauchen ihre Regeln und ich überwache die. Aber es gibt auch Nachwuchsserien wie die Formel 4. Wenn man wirklich mit jungen Leuten zusammenarbeitet, dann ist man manchmal auch so ein bisschen Lehrer und muss da erzieherisch wirkend und auch die richtigen Mittel finden, um dann zum Schluss das Ergebnis zu erzielen, nämlich zivilisierte und talentierte Fahrer zu fördern. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Gab es so einmal einen Punkt, wo du gesagt hast, wow, ich habe das gesehen irgendwo im Fernsehen, damals gab es auch schon im Fernsehen, habe ich das gesehen und wollte das dann auch machen oder war das Zufall oder Familie? Ja, das ging schon viel, viel, viel eher los. Ich bin gebürtiger Schleizer und vielleicht kennt der eine oder andere das Schleizer Dreieck. Und meine Eltern wohnten damals direkt an der Rennstrecke und ich weiß es natürlich nicht mehr, aber meine Eltern haben mir erzählt, dass ich schon mit einem Jahr, also als ich ein Jahr alt war, aus dem Fenster da geschaut habe, direkt auf die Rennstrecke und war nicht vom Fenster wegzukriegen. Und die mussten dann schon gar die Essenszeiten nach den Pausenzeiten richten, damit sie mich dann überhaupt mal an den Essenstisch bekommen haben. Und so fing das eigentlich an. Und das wurde mir dann auch über meinen Vater so ein bisschen in die Wiege gelegt. Da war damals schon Streckenposten und da hat mich dann, obwohl es verboten war, mit in die Strecke genommen. Und dann, ja, dann hat sich das immer mehr aufgebaut. So kam es zustande, so die Liebe zum Motorsport. Und so hat sich's auch gehalten. Jetzt bist du seit 2007 bist du hier Renndirektor bei der DTM. Wir sind hier quasi auch in deinem Wohnzimmer sozusagen. Nimm uns doch mal mit, was passiert denn hinter den Kulissen so an so einem Rennwochenende, also zum Beispiel auch hier? Das beginnt am Mittwoch vor der Veranstaltung schon mit so Dingen wie einem Trackwalk, um die Strecke zu begutachten. Dann sind am Donnerstag relativ viele Meetings, weil das funktioniert ja nicht, wenn ich irgendwelche Ideen habe. Ich muss ja immer ein Team um mich herum haben, das das auch tut, was ich mir wünsche. Also wie gesagt, das Teambuilding machen dann so am Donnerstag. Und dann starten wir Freitag früh direkt rein mit den Fahrerbesprechungen. Ja, und dann geht's halt los. Dann überwachen wir hier die Trainings. Das ist dann noch, ich sage jetzt mal, relativ entspannt, wobei natürlich dort die Sicherheit im Vordergrund steht. Ja, und dann kommt es irgendwann zu den Qualifying und den Rennen. Und dann bin ich tatsächlich ja als Schiedsrichter unterwegs. Als Schiedsrichter? Sagst du das so? Fühlst du dich auch selber, vorhin hast du gesagt, Lehrer bei den jüngeren Fahrern. Bist du Schiedsrichter? Bist du Spielemacher? Bist du Organisator? Weil ich meine, du kannst ja auch zum Beispiel entscheiden, Funksprüche erlauben, nicht erlauben, so in die Richtung. Wo würdest du dich selber da ansiedeln? Na, ich werde häufig gefragt von fremden Leuten oder aus dem Bekanntenkreis, wie ich mich selbst sehe und dann erkläre ich es immer, weil wenige den Bezug zum Motorsport haben, erkläre ich es immer mit dem Fußball, weil da kennen die meisten den Schiedsrichter und kennen also auch diesen Menschen, der denn die gelben Karten verteilt oder Elfmeter verhängt. Und so versuche ich das dann zu erklären, aber der Job des Renndirektors geht natürlich darüber hinaus, weil wir sind ja auch, oder ich bin auch für die Sicherheit zuständig, weil im Gegensatz zum Fußball ist Motorsport halt doch ein Risiko- oder Hochrisikosport. Deswegen halt steht das Thema Sicherheit natürlich im Vordergrund. Dann ist das ganze Zeitmanagement, also Einhaltung des Zeitplans. Wir wollen ja punktgenau liefern. Wenn die Zuschauer daheim Sat 1 anschalten, dann soll halt auch 13.30 Uhr das DTM-Rennen losgehen und nicht 5 Minuten später. Das müssen wir halt alles hier im Auge behalten. Und deswegen ist es schon so ein Mix aus Organisationsleiter in Anführungszeichen und Schiedsrichter. Ja. Was passiert denn hier im Raum? Ich sehe hier teilweise Zettel rumliegen und so weiter. Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, du sagst gerade Sicherheit, das ist ein ganz, ganz großer Job von dir, von euch hier. Da habt ihr wahrscheinlich nur Sekunden, um etwas zu entscheiden. Wenn jetzt aber irgendwelche Strafen zu entscheiden sind, wie funktioniert das dann? Setzt ihr euch hier hin und macht so Stuhlkreis und dann wird entschieden und dann wird nochmal da auf einer der vielen Bildschirme geguckt oder wie funktioniert das Ganze? Also zunächst erstmal wäre ich bezahlt fürs Fernsehen schauen. Also ich glaube, viele Kids daheim fänden das jetzt ziemlich cool. Am Ende vom Tag haben wir natürlich hier unglaublich viele Informationen, die über die Video-Wall, die über unser Equipment hier aufspielen. Wir haben
viele verschiedene Funkkanäle, ich glaube 16 Stück. Ich kann mit den Teams sprechen, kann mit den Fahrern im Auto kommunizieren, natürlich mit der Rennleitung, Zeitnahme, TV-Regie. Dann gibt es ungefähr 20 verschiedene Einstellungen, die ich mir auf die Monitore holen kann. Und da ist eigentlich die Hauptaufgabe, dann immer dort den Spot hinzulegen, da wo gerade die Musik spielt. Also da fokussiert drauf zu sein. Und dann, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, halt dieses Teambuilding, was am Donnerstag stattfindet, dann auch hier wirklich zum Leben zu erwecken. Und weil du sagst Stuhlkreis, natürlich beratschlagen wir uns. Ne? Es ist jetzt keine One-Man-Show, kann es auch gar nicht sein. Ich habe zum Beispiel immer einen ehemaligen Rennfahrer auch mit hier sitzen. Das ist an diesem Wochenende der Manuel Reuter, den ja alle als ITC-Champion kennen von 1996, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist zum Beispiel einer meiner Ratgeber. Und dann habe ich natürlich ein Team, das kann ich ja nicht alles alleine bedienen hier. Ja. Und mein Team ist mir wichtig und deswegen beratschlagen wir uns. Also ein Stuhlkreis ist es nicht, aber über die Konferenzschaltung. Wir sind über Funk miteinander verbunden, beratschlagen wir uns schon. Aber zum Schluss muss einer die Entscheidung treffen und das bin dann schon ich. Das bist du. Und du hast schon viele treffen müssen, du hast schon viele Überholmanöver, viele Rennen, wie viele Fahrer und Teams erlebt. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das hat mich jetzt aber tatsächlich nach all der Zeit noch überrascht, dass sowas überhaupt möglich ist? Oder ist das hier alles relativ geregelt? Naja, gehe ich mal ein paar Jahre zurück. Also als ich meine Karriere in der DTM beginnen durfte, 2007, da kann sich vielleicht der eine oder andere erinnern, gab es mal so ein Rennen in Barcelona, als dann Audi alle seine Fahrzeuge aus dem Rennen zurückgezogen hat und nur noch Mercedes im Kreis fuhren. Das war natürlich schon ein extrem überraschender Moment, wo ich zunächst auch nicht damit umgehen konnte. Ansonsten habe ich über die Jahre hinweg viel gelernt. Auch sicherlich die eine oder andere falsche Entscheidung mal getroffen, aus der man dann aber natürlich die richtigen Schlüsse ziehen muss. Ja, und jetzt arbeiten wir halt daran, dass wir wirklich konsistent die Dinge machen und vor allen Dingen auch transparent die Dinge hier entscheiden. Und wenn man da auf einem guten Weg ist, dann sind eigentlich die Rückfahren von den Fahrern relativ gering. Wenn man da die Regeln klar vorgibt im Vorhinein, und dann danach auch strikt sich daran hält und auch die Entscheidungen trifft, dann ist es eigentlich transparent und damit auch nachvollziehbar, auch für die Fahrer. Ihr habt ja trotzdem so ein bisschen, das ist ja quasi so ein kleiner Elfenbeinturm, in dem ihr hier sitzt. Ihr seid abgeschirmt, im Gegensatz zum Beispiel zum Fußball. Der Schiedsrichter steht mitten in der Menge, der muss sich das Feedback von den Spielern anhören, der muss sich das Feedback von den Fans anhören. Der steht auch noch optisch bei Fernsehübertragungen im Mittelpunkt. Geht es dir trotzdem manchmal so, dass du angesprochen wirst nach einem Rennen, wo du sagst, hey, sag mal, stoppe, was hast du da eigentlich entschieden? Das war doch totaler Müll. Oder ist es komplett abgeschirmt und ihr habt hier einfach die Möglichkeit, ganz frei zu entscheiden? Zunächst erstmal finde ich das schon ganz cool, dass wir hier nicht den direkten Kontakt zu den Fahrern haben. Also die Entscheidungen werden irgendwann getroffen, dann meistens hoffentlich richtig. Und dann hat der Fahrer Zeit, ich sag mal, nach dem Rennen auch noch so ein bisschen runterzukühlen. Und dann kommt manchmal auch die Einsicht, dass tatsächlich da seinerseits ein Fehler vorlag. Aber es gab natürlich auch schon Situationen, dann im Eifer des Gefechts, direkt nach dem Rennen, Helm runter, hoch in die Rennleitung und erstmal ein bisschen Dampf ablassen. Aber das gehört dazu. Wir machen einen emotionalen Sport und Emotionen gehören dazu. Wenn das alles sachlich abläuft und man sich danach in die Augen schauen kann, idealerweise vielleicht sogar noch ein Bier danach trinken kann, dann ist es mal alles perfekt. Es hat sich in den letzten ein, zwei Jahren extrem viel nochmal verändert hier auch in der DTM. Ich sage nur Nachtrennen, Restart, jetzt ganz neue Turbomotoren, Push-to-Pass. Das hat einiges verändert für die Teams, für die Zuschauer, aber vielleicht ja auch für euch. Oder ist das alles spurlos an euch vorübergezogen, die ganzen Regeländerungen? Es wird immer komplizierter auch für uns. Ja. Also die Regeln erfordern von uns wirklich gerade über diese 70 Minuten eine extreme Konzentration. Selbst wenn der Zuschauer meint, da passiert gerade nichts auf der Strecke, aber im richtigen Moment Push-to-Pass oder DAS freizuschalten oder halt auch wieder zu deaktivieren, wenn es zu gefährlich wird, Safety Car im richtigen Moment zu bringen, dann natürlich dieser Double-File-Restart, den du schon angesprochen hast, das sind für uns hier Hochspannungsmomente, da können wir keinen Augenblick durchatmen, selbst wenn der Zuschauer vielleicht daheim gerade denkt, ja, die trinken gerade einen Kaffee mit Kuchen. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Ihr sitzt ja hier jetzt im Gegensatz zu dem Schiedsrichter, der auf dem Platz ist. Der hat natürlich jetzt auch den Videobeweis. Bei euch gibt es hier jede Menge Videobeweise. Man sieht schon so ein bisschen im Hintergrund. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, technologisch wäre das toll, wenn man das noch weiterentwickeln könnte, weil dann könnte ich noch präziser mit meinem Team, noch fairer, noch genauer Entscheidungen treffen?
Ja, zunächst erstmal, wir haben den Videobeweis seit vielen, vielen Jahren. Die Fußballer fangen damit ja erst an und sammeln da erste Erfahrungen. Wir haben das seit vielen Jahren. Ansonsten mache ich einmal im Jahr auch Simracing. Und sagen ja viele, das ist kein richtiger Motorsport. Das mag auch sein. Aber da hat man natürlich noch viel bessere Perspektiven zum Auswerten von Fahrsituationen. Von vorn, von hinten, von oben, von unten. Alles sofort verfügbar und kann natürlich dort super Entscheidungen treffen. Das haben wir manchmal nicht. Da haben wir nur schlechte Bilder und müssen dann halt die Entscheidung darauf basieren lassen. Also alleine, was das angeht, würde ich mir schon noch eine bessere Auflösung manchmal wünschen von Situationen. Ansonsten sind wir schon relativ weit, was die Technik hier angeht, mit Marshalling-System etc. Also man kann das schon auch mit der Formel 1 vergleichen. Apropos Entwicklung und weit sein, wenn man sich mal so das Gesamtkonzept der Mobilität anschaut, da ist ja auch Elektromobilität, autonomes Fahren, Konnektivität, das wird ja alles technologischer, auch Rennserien werden technologischer durch die Hersteller und die Partner, die da in diesen Serien drin sind. Die sind sehr innovativ unterwegs. Wie technologisch darf es denn jetzt für dich so als Petrolhead zugehen in so einer Serie wie bei der DTM? Also ich glaube, ich bin hier ganz gut aufgehoben. Ja, so mit dem Motto laut nah dran, da identifiziere ich mich damit. Also natürlich mag ich den technischen Fortschritt und da muss auch sein, aber im Motorsport erhoffe ich mir, dass wir noch ein paar Jahre mit Verbrennern fahren, so wie es die DTM ist. Weil ehrlich, mit der Formel E kann ich mich noch nicht ganz so anfreunden. Wird ja auch immer weiterentwickelt, das sieht man jetzt, man hat jetzt plötzlich Turbomotoren drin, auch das zeigt doch mal, da tut sich was, auch wenn es Verbrennermotoren sind, wird hier weiterentwickelt, weiter geforscht. Wenn man jetzt mal auf deinen Werdegang schaut, Rennfahrer selber hast du nie angestrebt, würde ich mal behaupten, zumindest von außen sieht das nicht so aus. Reizt sich's denn so, auf die Strecke selber zu gehen, um vielleicht auch zu sagen, ja Mensch, dann kann ich die Situation besser einschätzen? Wie von außen sieht das nicht so aus? Also Wikipedia sagt was anderes. Das stimmt, ja. ich hatte leider nie die Chance, Rennfahrer zu werden, habe dann aber tatsächlich mal so eine Art Fortbildungsmaßnahme gemacht und habe mal einen Rennkurs gemacht. Habe auch eine Rennlizenz, aber tatsächlich bin ich nie Rennen gefahren. Deswegen habe ich ja auch den erfahrenen Rennfahrer neben mir, der mir dann ab und zu mal einen Tipp gibt, wie das aus dem Rennauto ausschaut. Weißt du trotzdem jetzt schon durch deine ganze Erfahrung, an welcher Strecke es besonders kritisch wird? Oder kann man das gar nicht sagen? Hängt es von Wetter, von Fahrer, von was weiß ich was ab? Oder gibt es schon so Strecken, wo du sagst, ach, das weiß ich jetzt schon, dass da wieder irgendwie was gemacht wird, wo ich dann doch mal wieder abmahnen muss? Ja, die Strecken haben schon ihre Eigenheiten. Nehmen wir mal den Norrisring her, ja, mit den Mauern links und rechts und relativ schnell trotzdem der Norrisring, obwohl es nur 4 Kurven hat und kompliziert. Da weiß ich schon, dass es da regelmäßig mehr Schrott gibt, als es vielleicht auf anderen Rennstrecken der Fall ist. Aber es ist auch häufig wetterabhängig und manchmal weiß man auch nicht, dass der Rennkoordinator das gerade mit einem nicht gut meint und extrem viel passiert. Und dann gibt es aber auch wieder Rennen, wo wir wenig eingreifen müssen. Die finde ich aber dann besonders gut, weil wenn der Schiedsrichter im Fußball oder wie hier der Renndirektor im Hintergrund bleiben kann und nicht in den Vordergrund tritt, das sind eigentlich die besten Rennen oder vielleicht auch die besten Spiele. Also nicht alles vorhersehbar. Apropos Vorhersagen, jetzt hätten wir trotzdem gerne eine Vorhersage von dir, denn wir machen das ja immer bei unserem Schaeffler DTM Talk. Wir wollen immer am Schluss von unseren Gästen wissen, wie sie sich die Mobilität der Zukunft vorstellen. Das wollen wir natürlich auch von dir wissen, Sven. Wie schaut denn für dich ganz persönlich die Mobilität der Zukunft aus? Also ich hoffe, dass die noch auf der Erde stattfindet und wir nicht mit irgendwelchen Quadrocoptern durch die Luft fliegen, obwohl das wahrscheinlich schon die Ideen sind. Ich bin für den Moment mit der Mobilität, wie wir sie haben, ganz zufrieden, würde mir aber viel mehr Umweltverträglichkeit wünschen. Deswegen auch umweltverträglichere Antriebe, dass man mit gutem Gewissen Reisen antreten kann. Das wäre mein Wunsch. Und schnell und laut kann es ja immer noch auf der Rennstrecke zugehen. Genau. Ich sage vielen, vielen Dank dir. Alles Gute noch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie noch mehr Videos aus dieser Reihe sehen wollen, dann klicken Sie einfach auf unsere Playlist und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin. Tschüss.